Power-Intro von Street Cinema. Es gab kein Spotify und die haben einfach Musik aus YouTube-Musikvideos gerippt und natürlich halt mit dem Intro. Und dann hast du immer am Anfang. Hallo liebe Filmemacher und Rap-Fans, es ist ein Samstag und das heißt, es ist wieder die Zeit für einen Insider-Talk. Und heute quatschen wir über das Video, über einen Musikfilm aus dem Jahr 2011, was ich für einen Soul-Sänger gedreht habe. Also es ist kein Rap-Musikvideo, sondern ein R&B-Soul-Lied. Der Künstler hieß, oder heißt immer noch, CJ Taylor und das Lied heißt Ich hab Soul. Kurze Fakten zu dem Video. Das Musikvideo Ich hab Soul von CJ Taylor wurde 2011 in Frankfurt gedreht. Die Produktionsfirma war Street Cinema. Ich habe Regie und Schnitt übernommen. Die Produktionskamera war Canon 600D und das Budget war vierstellig. Power-Intro von Street Cinema. Boah, in wie vielen YouTube-Rips auf MP3-Playern von den Leuten habe ich dieses Intro gehört. Es gab kein Spotify und die haben einfach Musik aus YouTube-Musikvideos gerippt und natürlich halt mit dem Intro. Und dann hast du immer am Anfang. Wir haben das ganze Video mit einer 600D, also Prosumer, das ist fast Konsumerkamera gedreht. Sehr viele CGI-Szenen da eingebaut. Schauen wir das Video an und dann erkläre ich euch, was da abgelaufen ist. Frankfurter Skyline haben wir vom Dach von einem Hochhaus in Skyline gedreht, auch heimlich. Das war so ein Glasdach, wo du als Tourist Ticket kaufen kannst und Panorama dir anschauen kannst, Aussichtsplattform. Und da haben wir ein kleines Stativ hingestellt und in alle Richtungen abgefilmt. Hey, hey. Mix aus Graffiti und echten Leuten, echten Objekten. Dazu eine super totale mit sehr viel Headroom, Platz, was über den Köpfen von den Leuten geht, nennt man in Videografie, Filmografie Headroom. Das macht das Ganze noch ästhetischer. Auch sehr große Tiefen und Schärfe. Wir haben damals mit Festbrennweiten von Valimax gearbeitet und die hatten alle Blende, glaube ich, 1,4 bis 1,8. Ja, 1,4 eher. Und ja, da sieht man, dass man mit einem APS-C-Sensor mit einer richtig guten Blende auf jeden Fall auch super Tiefen und Schärfe erreichen kann. Für das ganze Video haben wir ausschließlich Stativ und Hand als Grip benutzt. Also sprich, es gab kein Gimbals damals. Deswegen gibt es hier gar keine großartige Fahrten, außer bei der Performance, da hatten wir Mini-Jib. Das ganze Video ist auch extra sehr warm gegradet, so dass man diesen Sommerlook noch mehr hervorhebt. Auch die Grading-Verläufe wie hier haben wir extra hinzugefügt. Ich war damals fürs Grading zuständig, damit man diesen California-Look ein bisschen bekommt. Denn jeder von den meisten dort hat so. Die Szene übrigens haben wir eben nachgedreht. Der Sänger und die Oma haben sich nie begegnet. Sie liebt es und sie zeigt, sie hat den Soul im Blut. Hey. Die Lens Flares hier sind künstlich, weil das sphärische Optiken waren. Die habe ich nachträglich zusätzlich eingebaut. Hier sieht man auch öfters diverse CGIs, die halt auf die Gebäude drauf kommen. Diese Flourishes nennt man die, glaube ich. Auch extra in der Bewegung, damit das nicht so auffällt und damit das noch ästhetischer zu dem Bild passt. Hier 14 mm, 2,8er,
Valimax, schöne Lens Flares, obwohl das keine anamorphotische Linse ist. Das erkennt man anhand von Blenden, dass die Bokeh-Ringe nicht so rund sind, sondern richtig eckig. Das zeigt uns, dass die Blende von der Optik nicht so viele Lamellen hatte. Also sprich nicht so gut verarbeitet war. Schreib mir bitte in die Kommentare, wie dieser Typ hieß. Das war wiederum ein Prinz. Der kam von einem Künstler, hat Mädels organisiert für den Dreh. Und da haben wir eine Szene mit dem eingebaut. Aber ich habe wirklich vergessen, wie der heißt. Hörst du den Zug fahren, Mama? Das war schu, schu, schu. Tatsächlich hatten wir eine Flycam noch dabei. Das ist eine billige chinesische Parodie auf Steadicam. Die haben wir bei der Szene eingesetzt. Ich hab so Hier haben wir nicht nur Mini-Jib, die war ein Kran dabei. ABC-Leichtkran, bisschen dem Ganzen extra Ästhetik dabei gegeben. Auch Blinder stehen hier, die bringen eigentlich nichts, außer ein bisschen Spitze hier bei den Kollegen, aber die sind dafür da, um das Bild ein bisschen dynamischer zu gestalten. Die wurden manuell von meinem Assistent einfach zugeschaltet, sodass die immer an- und ausgehen. Ich hab das Zeug, wo sogar du nicht zu Schaut einfach, wie viel diverse Einstellungen wir damals gemacht haben. Also wirklich eine kurze Szene aus so vielen Perspektiven gedreht. Einmal super totale Untersicht, dann Schwenker mit, ich würde sagen, 100 mm. Dann nochmal 50 oder 85 mm parallel. Also wirklich sehr viele diverse Einstellungen, was dem Ganzen einfach eine Abwechslung bringt. Ja, der Typ hatte gar keinen Soul. Das ist auch so lustig, wenn die Komparsen einfach sich gar nicht bewegen können. Das kannst du leider bei solchen Projekten nicht abchecken, weil die Komparsenagenturen das nicht sagen und du keine Zeit für ein Casting hast. Genieß den Tag, weil diese Welt hat Soul im Also wirklich mit Kostüm gearbeitet, mit Komparsen, mit diversen Grip-Sachen wie Kran. Und das 2011 und das für minimales Budget. Auch CGI. Die Menschen lachen. Also vielleicht aus heutiger Sicht sieht das ein bisschen billig aus, aber man muss immer noch bedenken, das ist 2011. Dieser Planet, der spielt verrückt, so soll es sein. Der Kleine war so süß. Okay. Okay. Achtung, nicht blitzen beim Aufnehmen. Ja. Daniel? Achtung. Ja, wir laufen. Sie können es nicht schaffen. Freeze kann ich nicht schaffen. Dann machen Freeze geht so mit einer Hand. Mit einer Hand. Hey, komm, wir fliegen. Und das war auch eine Familie. Also die waren alle verwandt. Und die waren alle Tänzer, Profi-Tänzer. Sehr viele diese Zwischenszenen, wo diese Flourishes, ich hoffe, das heißt Flourishes und ich verarsche euch nicht, über die Gebäude laufen. Hier hat man genau gemerkt, dass die Blinder richtig bei Ich hab's soll angehen. Das ist die Band von CJ Taylor. Das war damals Sony Music, die uns den Auftrag gegeben haben. Seven Days. Die haben auch diese Band zur Verfügung gestellt. Ich glaube, die Location kam auch von denen. Der Kleine war so süß. Also sehr viel auch mit Ultratotalen. Ne? Also das ist 14 mm Ultratotale. Eine Kombination aus Ultratotalen und Ultratele. Ja, natürlich Kulissen von Frankfurt. Gutes Wetter. Hier sehen wir auch den Reflektor. Schön strahlendes Gesicht. Da habe ich noch ein bisschen die Ecken geblurrt, weil diese 14 mm extrem scharf war.
Und das hat nicht zu diesem filmischen Look von dem ganzen Video gepasst. Spring jetzt doch auf, weil dieser Zug hier bleibt nicht stehen. Sehr viele Stativaufnahmen, wirklich sehr viele. Es macht Schub, Schub, schon sind wir da. Da ist wirklich Flycam kam zum Einsatz, weil wir ein bisschen Dynamik auch zu diesen Tänzern geben wollten. Also man muss sagen, es war nicht die ganze Zeit sonnig in Frankfurt. Ne? Zwischendurch hat es geregnet, dann muss man pausieren. Eigentlich war der Dreh für einen Drehtag geplant, aber wir mussten auf jeden Fall noch den zweiten Drehtag auch hinzufügen. Ich muss sagen, wir haben damals auch ohne Funkschärfe gearbeitet. Das heißt, entweder hat man Autofokus von den Optiken benutzt oder man hat versucht, Distanz zwischen dem Objekt und der Kamera einfach gleich zu halten, damit die Leute halt scharf bleiben. Der Kollege war, glaube ich, vom Management von CJ Taylor oder aus seiner Umgebung. Ich weiß, dass das keine Komparsen waren. Das ist übrigens Philipp Kellogg's. Schöne Grüße. Ist ein Videoproduzent aus Berlin. Der hat damals bei mir Praktikum gemacht bei Street Cinema und hat uns mitgeholfen in Frankfurt und sogar eine Rolle mitgespielt. Also man merkt, dass die Schärfe, ne, das ist zwar Full HD alles gedreht, aber dass die Schärfe von der Kamera auch nicht prickelnd ist. Und dieser Shot ist auch von einem Kollegen von mir aus der Schule, aus meiner Filmschule gemacht worden. CGI Level 80. Stimmt, Sascha Urlaub war auch da. Für alle die jetzt Hafti und Echo Video ich angeschaut habe, habe ich erzählt, dass wir Sascha Urlaub fast in jedes Video damals eingebaut haben. Und ja, hier ist Sascha auch dabei. Hier ist übrigens keine Sonne. Also die Sonne war da. Das war Sonnenuntergang. Aber wir haben das komplett noch mit einer zusätzlichen Lampe imitiert. Beziehungsweise nachimitiert. So dass man zum Ende des Videos so einen warmen Sonnenuntergang-Look hat. Also das Video hat generell einen warmen Look, aber dass man ja in Sonnenuntergang halt das Video abschließt. Da sieht man, dass das eine Lampe ist. Ne? Das ist ein Panel und diese Valemax-Optiken haben so krass geflärt, dass das wirklich wie eine Sonne ausgesehen hat. Also man hat nicht mal Pixel oder irgendwas gesehen oder die Form von LED-Paneln. Das war's von mir für heute. Schreibt gerne in die Kommentare, ob das Video euch gefallen hat, ob unser Abenteuer in Frankfurt euch gefallen hat, ob euch die CGIs von 2011 von Street Cinema gefallen haben. Ich freue mich über jedes Kommentar von euch. Like dieses Video, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ein schönes Wochenende euch.